Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Zum zweiten Stream in kurzer Abfolge zur 10.332. Wir bauen weiter an unserem Medieval Town Square. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das im Deutschen? Ich muss gerade überlegen. Das heißt ja nicht Mittelalterplatz. Marktplatz? Kleinstadtplatz? Ist egal, das Town Square. Wollen wir heute weiterbauen. Ich habe, wie angekündigt, offline ein bisschen weitergebaut, bis einschließlich 12. Bauabschnitt. Das ist die erste Anleitung. Das heißt, wir bauen heute an der zweiten Anleitung weiter. Aber vorher kommen wir zum Gewinnspiel. Moment. Da haben wir nämlich heute eine Spende erhalten. Das hier steuere ich noch bei, das Osterlamm. Ich glaube, das Osterlamm wird es jetzt bis Ostern jedes Mal noch mit dazu geben. Ich hatte nämlich noch ein paar. Und wenn, bald ist ja schon Ostern, also muss das weg. Und dann hat No Mercy uns gespendet. Einmal von Kittycraft. Ich glaube, das ist beides original verpackt, würde ich sagen. Die 1204. Uschis Wurstbude von Kittycraft mit den beiden Zivilpersonen, sage ich jetzt mal. Und dann nochmal der Held und Johnny. Als Paket dazu und No Mercy hat uns das hier in so eine Lego Pick-a-Brick Cup. Die sind ja leider mittlerweile wertlos, weil Lego die nicht mehr unterstützt. Die haben jetzt halt die tollen Pappboxen. Also vielen, vielen Dank No Mercy dafür und ja, wie immer könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Rabenfrau hat den Link schon gepostet. Pin Message und ich habe es jetzt noch oben angepinnt. Insofern, wer Lust hat auf die drei Sets, einfach nur klicken im Discord und fertig. Gut, das haben wir auch geschafft. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier an. Und legen los. Ich habe meinen Tütenmülleimer hier frisch ausgeleert heute. Also wir können wieder viele, viele, viele Schachteln aufmachen. Oder Tüten. Stadtplatz hieß das. Stadtplatz. Town Square ist der Stadtplatz. Ehrlich, nennt man sowas Stadtplatz? Also wir sagen hier immer Marktplatz bei uns in Weibling. Gibt es irgendwelche Städte, wo sowas Stadtplatz heißt? Ich kenne sowas nur als Marktplatz. Egal. Die Holde Maid hier kriegt eine weiße Haube auf den Kopf. Und hat auch ein Kleid, das ebenfalls wie, glaube ich, alle Minifiguren, die wir bisher... Ich kann euch übrigens mal alle weiteren, die ich noch gebaut habe, zeigen. Alle ohne bedruckte Hosen, also nur so das Minimalprogramm. Aber immerhin den Wolfpack-Torso. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele eins der Highlights, zumal man ja davon ausgehen kann, dass es den jetzt auch bei Pick-a-Brick geben wird. Ansonsten, ja, ich mag auch hier diese Torsos. Die Torsos sind alle schön bedruckt. Ich mag auch dieses Kleid, das mit dem Weiß-Gelb auf Dunkelrot hat erstaunlich gut funktioniert, würde ich sagen. Das ist extrem stark gedruckt, das Weiß. Aber ja, untenrum alles nicht bedruckt, was ich immer noch ziemlich lame finde. Aber was soll man machen? Man kann Town Square auch nicht mit Dorfplatz. Nee, ich Rathausplatz, ja. Aber ich glaube, Marktplatz wäre der nettere Begriff gewesen. Aber sei es drum. Ich muss hier noch ein bisschen von dem Zeug wegräumen. Und wir legen jetzt einfach los. Die gute Frau hier haben wir schon gebaut. Die kriegt noch ein Glas in die Hand. Ist ja klar. Männer sind hier alle am Schaffen. Die haben Armbrust in der Hand und Schere und Löffel. Und sie hat ein Glas. Okay. Sehr gut. Und dann schnappen wir uns das hier und legen los. Wo ist hier das Gegenstück? Da. Ja, ich kann übrigens... Ah, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe ja weitergebaut. Oh, nein. Das darf man nicht anfassen. Es ist ein bisschen schwer zu tragen. Es ist halt eine ganz simple, nur auf Plate-Konstruktion. Also da ist kein doppelter Boden oder irgendwas. Aber ich muss immerhin sagen, optisch sind die Teile 2 und 3 eindeutig stärker. Also so der richtige Fail, sage ich jetzt mal, war wirklich nur der Anfang, sprich das graue Mittelstück. Ich finde, die beiden Außengebäude sind eigentlich ganz nett. Da kann man nicht meckern. Die Dächer, das Dach hier ist zwar auch ziemlich langweilig, aber immerhin das Dach hier ist interessant und hier haben wir wenigstens auch Fachwerk. Innen drin wurde auch teilweise gefliest und so.
Also das wird jetzt eigentlich schon, eigentlich gefällt es mir ganz gut. Es ist schon sehr schlecht, aber es ist auf jeden Fall deutlich stärker jetzt, als der Einstieg gewesen ist mit dem grauen Gebäude. Das ist eindeutig das Schwächste, finde ich. Aber und wie ihr seht, hier geht es auch weiter mit 1x1 Fliesen, was ich ja immer finde, dass ein sehr schöner Look ist. Also es geht bergauf, optisch. Trotzdem definitiv für mich ein Set, wo man locker nochmal 500 Teile reinstecken kann. Also das, ich glaube, man kann sehr viel rausholen noch aus dem Set, wenn man selber ein bisschen kreativ werden möchte. Was ja immer ein großer Vorteil von unserem Hobby ist, ne? Dass man das kann. No Mercy, ich glaube, das sind keine Leaks, oder? Ich meine, haben nicht schon auch Recognized Fanmedien darüber heute berichtet? Hat Zusammengebaut nicht schon darüber berichtet? Also ich glaube, das ist offiziell, oder? Aber ehrlich gesagt habe ich es nicht so genau verfolgt. Ich habe das Bild aber gesehen und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der ganz große DC-Fan, aber das hat mir echt gut gefallen, das Bild, was ich da gesehen habe. Es ist nur so heute gefühlt im Internet kurz an mir vorbeigehuscht, aber ich habe es schon mal auf meine Liste gesetzt. Also wenn das tatsächlich so aussieht, dann glaube ich, werde ich mir das mal anschauen. Das sieht irgendwie cool aus. Preis habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Aber nur, ich habe nur das Bild gesehen, habe gleich gedacht, ah, das gefällt mir. Ah, Henry hat auch schon drüber berichtet. Ja, ja, dann sind das ja, das ist ja öfters mal so, ne, dass es auf der Lego-Website noch nichts gibt, aber die Recognize-Familien, die werden ja anders benachrichtigt. Und die berichten dann ja schon oft. Mein Plus natürlich die ganzen Leaks, die es dann auch noch gibt, aber. Man hat das Gefühl nun schon länger, dass Lego schon eine ganze Weile versucht, immer ihren Recognized Medien ein bisschen unter die Arme zu greifen, indem sie denen immer so ein paar Infos exklusiv geben. Ist ja wahrscheinlich auch nur fair, weil viele der Recognized-Fan-Medien machen ja auch sehr viel Arbeit für Lego. Altes Kochbuch erinnert dich an Bauten aus der Kindheit. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, der Witz bei diesen ganzen Castle-Homage-Dingern, ne? Das ist für Hauptzielgruppe sind, glaube ich, Menschen, die in den, keine Ahnung, 80er, 90er Jahren Kinder waren, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das sind Nostalgie-Sets. Aber das machen sie auch recht gut. Ich persönlich finde immer bei all diesen Castle-Sets, da geht ruhig noch ein bisschen mehr. Also von mir aus könnte Lego da ruhig noch ein bisschen mehr moderne Bautechniken und Details reinpacken und so. Aber ja, es ist, glaube ich, schwierig. Ich bin halt auch nicht so der Obernostalgiker. Von mir aus kann es ruhig noch ein bisschen frischer, moderner werden. Aber ich sehe schon durchaus auch den Appeal bei dieser Art Sets. Bart von dem Soldaten habe ich bisher noch nicht, Bantafutter. Keine Ahnung, vielleicht kommt er erst noch. Ich habe bisher noch keinen Soldaten gebaut, nur Zivilisten. So, das letzte Lego-Set, an das ich mich erinnere aus meiner Kindheit, ist tatsächlich das Piratenschiff, die Barracuda war das ja damals, gell? Das ist das letzte, an das ich mich erinnere, aber ich habe bestimmt auch danach noch weiter Lego bekommen, ich weiß es nicht genau. Nee, Bantafutter, tut mir leid, die ist noch nicht dabei. Das sind alles Zivilisten, würde ich mal sagen. Aber ja, ein paar Figuren habe ich schon gebaut. Kommt vielleicht heute Abend nochmal gucken. Also wir werden wahrscheinlich
Ich habe jetzt die Hälfte ja schon gebaut, also ich vermute mal von der letzten Hälfte noch. Ich glaube, ein Viertel werden wir heute bauen. Und Heigo, vielen herzlichen Dank für die Hutspende. Es hat die richtigen erwischt. No Mercy, den Spender unseres heutigen Gewinnspiels. Papa Alex, der Ola, Fenja und Martina, viele bekannte Namen darunter. Euch viel Spaß mit den Hüten. Gibt gerade wieder viel Vorab-Content. Einige Videos jedenfalls, wenn ihr Lust und Zeit dazu habt. Und Heigo, dir vielen, vielen herzlichen Dank. Apropos, ich könnte mal wieder checken. Ich verfolge das immer nicht so. Darf ich mittlerweile auch Memberships verschenken? Mal gucken. Membership Gifting, okay. Nö, darf ich immer noch nicht. Nervig. Naja, ich hoffe, das Feature kommt irgendwann auch noch für mich. Aber... Genau, wenn ihr die Zeit habt, ich glaube aktuell gibt es neben, okay, das sind ja so alte Kamellen mittlerweile, die beiden Vlogs, gibt es glaube ich im Vorabzugriff 2 Endor-Videos und Stand heute 2 Reviews, glaube ich. Nicht mehr ganz so viel, die meisten Reviews, die diese Woche rauskamen, waren auch vorab schon für die Hutträger verfügbar. Zugegeben, bei solchen Memberships, Reviews sind vielleicht nicht gerade das, warum man das haben will. Das ist für mich nur mehr so ein Mechanismus. Oder sagen wir so, ich denke mir immer, besser als nichts, gibt es ein bisschen was vorab. Bantafutter, dir auch vielen herzlichen Dank. Willkommen in der Zauberschule. Auch dir viel Spaß mit deinem Hut. Freut mich riesig. Dankeschön. Hüte kann man nie genug haben. Das ist in der Tat der Wahlspruch. Vielleicht sollte ich das mal zum Untertitel von Merlin Steine machen. Ich bin da sowieso nicht so gut in Marketing-Buzzwords. Ich glaube, lange Zeit hatten wir die Welt der Klemmbausteine. Nee, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war der Untertitel "Ein Erwachsener entdeckt die Welt der Klemmbausteine neu". Das war herrlich kreativ und sehr gut sprechend. Dann haben wir irgendwie gemacht "Die Welt der Klemmbausteine an einem Ort". Das kam aus einem Brainstorming zwischen mir und meiner Frau raus. Und mittlerweile denke ich immer, der Untertitel sollte sein Klemmbaustein-Berichterstattung für Erwachsene. Aber ich weiß gar nicht, was aktuell da steht. Ich glaube, steht immer noch "Die Welt der Klemmbausteine an einem Ort" auf irgendwo. An einigen Stellen der Webseite müsste das noch zu finden sein. Ich glaube, ich verzichte einfach auf den Untertitel. Aber Hüte kann man nie genug haben. Sollte ich jemals wieder sowas einführen, dann denke ich schwer darüber nach. Ich weiß noch nicht, ob es jemand verstehen würde. Johnny nach China reisen und Mitglieder als erstes die Berichte droppen. Ja, das könnte man machen. Aber ich glaube, wenn man so einen großen Kanal hat, dann gibt es viele lukrative Möglichkeiten. So. Ich glaube, ich habe ja alles. Manchmal klemmen auch Hüte. Der ist auch gut. Aber man muss ja auch nicht alles nach außen so breit treten. Das mit den Hüten ist so ein bisschen unser Insider hier im Stream. Das ist dann schon okay so. Das Gebäude hier mit weniger Spieltiefe, meinst du, ob das hier weniger wird? Ich weiß gar nicht so genau, in Anbetracht des Scharniers vermute ich auch mal, dass das irgendwie aus mehreren Komponenten wieder zusammengesetzt wird, oder? So ist bei den anderen dreien ja auch, schauen wir mal. Ganz ehrlich, bei den Sets ist, glaube ich, die Spieltiefe auch nicht so wichtig, weil das ist ja, damit werden keine Kinder spielen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube auch nicht, also jedenfalls, wenn ich meine Kinder als Referenz nehme, dass Kinder so viel Spaß hätten mit diesem Set. Hat keine Ninjas, hat keine Jedi, wird schwierig.
Bantafutter hat jetzt auch Lust bekommen zu bauen. Das ist das beste Ergebnis, das wir hier von so einem Stream haben können. Wenn du was findest, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Irgendwas hat man doch immer zum Bauen rumliegen, oder? Jedenfalls bei mir so. Ich glaube, wir haben ja alles gebaut. Na dann, Banta, dann hast du ja was. Ah, Christian, du bist an dem Projekt dran. Cool. Ich wünsche dir weiter viel Spaß dabei. Bin sehr gespannt, was du darüber zu berichten hast. Das ist keine Neuentwicklung. Dein Bruder hat am Eisenbahnpult von Opa Raumschiff gespielt. Ganz ehrlich, ich habe mal versucht, meine älteste Tochter, die liest auch sehr viel Fantasy. Und dann hat Papa natürlich versucht, sie zu bekehren zu den Romanen, die er gelesen hat in seiner Jugend. Auch Fantasy, ich lese ja heute noch Fantasy. Und sie hat ein paar Sachen davon angefangen und hat mir erklärt, Papa, mit dem alten Krusch brauchst du mir nicht kommen. Da war ich leicht geknickt. Seitdem habe ich es aufgegeben. Es ist halt, jede Generation hat so ihr Ding. Und mit hier so Rittern oder Kerstern oder so, brauche ich meinen Jungs gar nicht erst kommen und meinen Töchtern auch nicht. Das weiß ich schon. Alles hat seine Zeit. Das Beste war dann noch, wir waren bei einem alten Freund von mir, schon Schulfreund gewesen und auch so, ich sag mal, der war immer auch, wir waren immer zusammen in der D&D Rollenspielgruppe. Also aus der Zeit kommt das noch. Und der hat das ganze Zeug auch noch. Ich habe ja nichts mehr von dem ganzen Kram. Und der hat dann auch gleich ganz begeistert. So, oh, meine Tochter liest auch Fantasy. Da hat er auch ganz tolle Romane. Da muss er ihr welche mitgeben. Sie hat sie alle brav mit zu uns geschleppt. Und sie ging dann brav nach einer gewissen Zeit wieder zurück. So ist das halt. Sie hat es, glaube ich, versucht. Aber ja, so ist es. Geschmack hat auch oft dann eben immer so eine gewisse halt, es ändert sich halt einfach. TKKG und drei Fragezeichen ist zeitlos, das läuft noch. Also da kann ich berichten, meine Kids hauen sich das, und also natürlich die modernisierten Varianten hauptsächlich, die hören auch TKKG, aber vor allem natürlich TKKG Kids. Und da gibt es ja noch drei Ausrufezeichen. Und ich meine, es gibt auch drei Ausrufezeichen-Kids. Also, da gibt es ja echt einen Haufen Zeug. Aber das ist noch schwer en vogue. Ich glaube aber auch durchaus, sag mal, klassisch drei Fragezeichen. Das machen die auch. Meine Tochter Percy Jackson, ich glaube, die kennt das. Aber ich glaube, das liest die nicht. Drei Fragezeichen hörst du mit 27 auch noch. Ja, ich glaube, drei Fragezeichen, die haben es echt geschafft, zeitlos zu sein. Witzig, warum manche Sachen so gut die Zeiten überdauern und andere nicht. Die Alten so, ja, ich glaube schon, aber es stimmt schon, die hören mehr, also meine Jüngeren hören mehr drei Fragezeichen-Kids. Aber ich weiß, die Älteren haben auch durchaus drei Fragezeichen gehört. Aber jetzt auch nicht mehr. Also ich sag jetzt mal, ich glaube, mein zweiter ist 12, der hört das auch schon nicht mehr. Also das ist für die wirklich klar so ein Kinderding. Das war jetzt so ein bisschen wie Lego, oder? Vielleicht kommen sie dann im Erwachsenenalter wieder dazu. Aber ich glaube, es gibt halt ja, gerade wenn es in die Pubertät geht, dann hören halt so Sachen halt, Sachen, die als kindlich gelten,
Ich glaube, die sind dann halt schnell out. War ja bei mir auch nicht anders. Also ich würde sagen, mit 11, 12 war mit Fischertechnik zum Beispiel bei mir dann auch Schluss. Da war dann halt... Und Lego sowieso. Und guck mal, heute baue ich es wieder. Also ich glaube, das ist ja in vielen solchen Themen so. Oh, cool, Heigo. Das klingt nett. Das würde mich tatsächlich... Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fan, aber ich glaube, sowas würde mich auch mal interessieren. Ja, das habe ich schon mal gehört, dass die... Die gehen sogar mal alle drei auf Tour, oder? Hat mir mal jemand erzählt? Ja, ich weiß nicht, Fanny, ob das so gut ankommen würde. Also sagen wir es mal andersherum. Ich meine, ich würde wahrscheinlich ihren Kram auch nicht lesen. Also insofern ist das ja nur fair, ne? Altes Kochbuch, ja, das war's. Die Partytröte, dieser Knopf, ich glaube, der ist dann so leicht hervorgehoben, wenn du ihn gedrückt hast. Dann bist du dabei, genau. Ich kann's auch, man kann das, wie war das? Man kann es doch auch wieder rückgängig machen, oder? Warte, man drückt auf die Partytröte. Also wenn man mehrfach drückt, dann kriege ich auch so eine Chat-Nachricht zurück im Sinne, hey, du bist schon drin. Also, weil ich habe jetzt zu Testzwecken mal drauf gedrückt. Bitte ignorieren, falls ich gewinnen sollte, würfeln wir neu aus. Ich meine, ist selbstverständlich, man kann nämlich nicht wieder raus. Und Gary, vielen, vielen herzlichen Dank für die Hüte. Freut mich riesig. Ich wundere mich nur gerade... Ah, jetzt geht's los. Papa Schlumpf, Christian, Blockcraft Studios, altes Kochbuch und der Christoph. Euch viel Spaß mit den Hüten. Gary, vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich riesig. Danke für die Unterstützung. Und euch viel Spaß mit den Hüten. Ich hatte jetzt ganz kurz Sorge, deswegen war ich ganz kurz sprachlos, weil es irgendwie nichts passiert ist, dass da was schief geht. Aber YouTube hat dann doch noch die Kurve gekriegt. Und genau, wo war ich davor? Ach genau, mit dem Gewinnspiel. Also ich habe jetzt mitgemacht, weil ich gerade mal das selber kurz ausprobieren musste. Aber natürlich sollte ich gewinnen. Man kann mich nicht wieder raus. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, man sieht es den Button nicht an. Aber wenn man mehrfach drückt, dann sagt einem der Bot zurück, du bist schon dabei, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Aber bitte da nicht übertreiben. Nicht, dass der Bot nachher noch unseren Discord sperrt oder so, weil die Leute wieder bekloppen auf den Knopf hämmern. Das weiß ich nicht genau, was dann passiert. Nobrix, wie geht's voran? Oh du, ich habe jetzt noch nicht so viel gebaut, aber läuft. Was übrigens super witzig ist, ich weiß nicht, es gibt ja immer ein erstes Mal, aber seht ihr das? Da sollen wir jetzt, die machen ja ganz oft zum Beispiel Schlüssel oder Messer. Da sind ja immer gleich zwei an einem so einem Kunststoffding noch dran vom Einspritzen. Und dann sagt er hier, bitte hol dir das aus dem zweiten Bauabschnitt nochmal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist mir noch nie aufgefallen bei Lego. Aber ist natürlich sinnvoll, das so zu machen. Das ist eigentlich offensichtlich. Aber wie gesagt, mir ist es noch nie aufgefallen. War auch bei den Messern schon so und bei anderen solchen Sachen. Ja, wir sind halt ein kleiner, süßer Stream, Alex. Aber ja, du hast schon recht. Mitglieder zu Chat-Teilnehmer zu Hutträgern. Die Quote ist schon recht markant, ja. Wir haben halt hier so ein paar Kanal-Mäzen und ist, was mich ja immer sehr freut. Aber genau. Muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, vielleicht andere YouTube-Kanäle, so kleine, die machen dann noch andere Sachen wie Patreon oder so. Das mache ich halt. Ich habe es ja mal ausprobiert, aber ich mache es ja alles nicht mehr. Das hier ist ja theoretisch
rein, wenn es um Geld geht, die einzige Möglichkeit, diesen Kanal hier zu unterstützen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Quote hier höher ist. Aber ja, ich bin nach wie vor ehrlich gesagt sehr froh drum, dass der Stream so klein geblieben ist. Ich habe, was das angeht, auch wirklich null Ambition. Tatsächlich sollte der Streamer deutlich größer werden. Weiß ich nicht, ob ich es dann irgendwann noch machen würde. Das wird mir dann vielleicht zu anstrengend, aber so ist es ja doch immer. Ich denke, solange wir noch unter, weiß ich nicht, 200, 300 Teilnehmer sind im Stream, sollte es eigentlich ganz gut gehen. Wobei wir gestern relativ viele hatten, da waren es teilweise über 160 und es ist trotzdem ruhig geblieben im Chat. Also eigentlich ist mir egal, wie viele Leute in den Stream kommen, wenn es im Chat halt zu schnell wird, dass ich es gar nicht mehr lesen kann. Ich glaube, das wär nichts für mich. Liegt am Kanalinhaber, sagt Gary. Ah, Gary, das hast du jetzt aber nicht sehr nett gesagt. Keine Ahnung. Oh. Dieses Ding hier, sollte ich das an? Nee, sollte ich nicht. Ja, genau, persönliche Begrüßung mache ich auch schon nicht mehr, weil dann doch dafür mittlerweile im Chat zu viel ist. Aber ich finde trotzdem, ich kann das meiste noch sehen. Na, wobei das meiste ist übertrieben. Aber auf jeden Fall mal alle, die mich mit @Merlin anpingen und es bei mir rot aufleuchtet, das sehe ich, würde ich schon behaupten, übersehe ich so gut wie nie. Alles lesen kann ich auch nicht mehr, wenn ich nebenher noch irgendwas bauen soll. Genau, und ich glaube, der Witz hier ist, dass es ruhig ist. Und wenn es nicht mehr ruhig wäre, ich glaube, dann wäre das auch nicht. Dann würde ich es irgendwie anders machen. Vielleicht würde es dann mehr so einen Q&A-Charakter bekommen oder sowas. Das geht ja auch, ne? Man kann das ja hier auch so administrieren. Dass das hier mehr so ein Q&A-Ding wird, wo ich dann nur noch frage. Keine Unterhaltung wäre es dann mehr, sondern ich würde nur noch Fragen beantworten, irgendwie so in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu Lust hätte. Insofern lassen wir es mal so laufen, wie es jetzt ist. Oder halt so ein Käse wie dann die großen YouTuber. Was ich auch verstehe, ich sag jetzt Käse, das so klingt so despektierlich. Ich meine, die leben ja oft davon, so nach dem Motto, nur Superchats werden beantwortet. Ja, also ohne Cash gibt es keine Antwort. Also machen das ja, glaube ich, einige große Content-Creator. Aber da ich mich nicht so richtig als klassischer Content-Creator sehe, wäre das, glaube ich, auch nichts für mich. So. Ja, Heiko, wir sind schon erstklassige Hüte hier. Also auf jeden Fall. Genau, Blockhouse Studios. Das Problem ist, es ist ja nicht gewollt sozusagen, sondern, das heißt nicht gewollt, ich, wie gesagt, ich finde es gut, aber im Sinne gewollt, dass man es irgendwie steuern könnte. Ne? Wenn irgendwann mehr Leute, wenn ein YouTube-Kanal größer wird oder ein Twitch-Kanal, dann kommen mehr Leute in den Chat, dann wird mehr geredet und irgendwann kann man es nicht mehr lesen. Insofern, ja, ist nicht kontrollierbar. Ich glaube, das Einzige, was du tun kannst, entweder du machst dich als Content-Creator extrem unbeliebt, damit es wieder weniger Leute im Chat werden. Oder du machst den halt, hörst halt irgendwann auf, ja. Oder du akzeptierst einfach und verdienst das Geld dafür, ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht schlecht. Ich gönne ja jedem, der auf YouTube ist, sein Vermögen zu machen. Das ist ja schon gut. Mit Lemmo-Steinsammlung. Ja, ich könnte ja mal hier so, das gibt's doch auch. Hier, also, ganz ehrlich, also, du könntest auch mit Lemmo-Stein so viel klassischen YouTube-Content machen. Zum Beispiel, Leute sollen mir Bilder von ihren Mocs schicken oder Leute sollen mir Bilder schicken von ihren Lemmo-Stein-Zimmern und dann reagiere ich da drauf. Heißt das nicht so? Dann mache ich eine Reaction oder sowas. Ja, genau. Ich glaube, du könntest eine Menge so YouTube-Gedöns. Streamer-Gedöns machen mit Lemborstein, aber wie ich schon sagte, bin da nicht der Typ dafür. Das wäre nicht mein Ding. Ich will nur informieren, nicht unterhalten. So.
Nobrix ist dagegen, dass ich unfreundlich oder pumpig werde, damit der Chat ein paar Leute verschwinden. Ja. Zum Glück sind wir auch noch mal ein weit davon entfernt. Noch, wie gesagt, klappt es ja eigentlich alles ganz gut. Was habe ich jetzt hier für einen Stuss gemacht? Ja, das war ja komplett dämlich. Einmal einen YouTube-Profi, aber wirklich da. Genau, ich sage immer, dieser YouTube-Kanal hat eigentlich drei Aufgaben. Erstens, ich hoffe, dass ich darüber ein bisschen informieren kann. Kaufberatung machen kann, wie auch immer. Das zweite ist natürlich Werbung. Für die beste Quelle für Klemmbaustein-Informationen im deutschsprachigen Raum, ganz wichtig. Und last but not least, lerne ich sehr viel durch YouTube. Das ist ja im Grunde der einzige Feedback-Kanal, den ich habe. Und die Statistiken sind auch super wertvoll. Das muss man ja schon sagen. Ich bin da ja ganz übel. Ich selber will ja keine Statistiken erfassen und überhaupt. Ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Datenschutzfetischist. Aber YouTube erhebt die Daten ja eh und ich kann es gar nicht verhindern. Insofern, wie soll ich sagen, nehme ich die dann auch gerne mit, ja. Weil ich lerne da schon eine Menge drüber. Insofern hat dieser YouTube-Kanal auch für meinen Beruf ein paar Vorteile. So, ich glaube, wir haben es. Dieses Schachbrett hier ist übrigens gedruckt. Ziemlich simpel. Schwarz auf reddish-braun finde ich jetzt nicht so hübsch, aber immerhin. Kenne ich den YouTube-Kanal Videomacher? Nee, tut mir leid. Ich habe gerade einen neuen Kanal mal wieder. Ich habe ja jede Woche irgendeinen neuen Kanal. Wer sich ein bisschen so für Gesundheit oder so interessiert, Mark Lewis, britischer YouTuber, Sport-YouTuber, würde ich mal sagen. Und fantastischer britischer Humor. Ah, großartig. Ah, die Briten haben ja echt den besten Humor ever. Ich muss, das ist immer ein bisschen anstrengend für meine Frau, wenn ich dann abends noch kurz am Tablet hängen und gucke und ständig laut auflachen muss. Zu so einem Thema wie Sport ist ja auch nicht einfach. Also, oder Fitness, also privater Sport, ne? Also jetzt hier nicht Fußball oder so, sondern was weiß ich, der macht irgendwelche Lauf-Challenges oder so und der hat so eine witzig brillante Art, A, zu reden. Der skriptet seine Videos sehr durch, aber das macht er richtig gut. Da sind echt super lustige, flache, britische Witze drin. Und dann hat er halt auch eine sehr humorvolle Art, seine Videos zu schneiden. Ich könnte das selber nie, aber ich finde das ja großartig, wenn Leute das gut können. Ich habe jetzt hier, warum legen die sowas als Ersatzteil bei? Also mal ehrlich, das ist mir schon mal aufgefallen. Die machen ja kleine Teile, das kennt man auch. Die Statuen liegen nochmal als Ersatzteil bei, das finde ich schon krass. Aber warum diese Dinger hier? Ist eigentlich untypisch, ich sag mal nur so kleine Teile bei Lego. Aber ja, interessanter Ersatzteil, Ersatzteilensemble. Auch eine Goldmünze habt ihr gesehen. Eine haben wir gerade schon verbaut beim Bierfass. Hier ist nochmal ein dabei. Übrigens eine witzige Idee. Hier diese Bautechnik von dem Bierfass. Total simpel, aber hat was. Vor allen Dingen auch mit der goldenen Krone vorne dran. Ah, okay, Nobrix. Interessant. Das mache ich doch gerne, Kochbuch. So, jetzt machen wir hier weiter. Und zwar soll das da drauf. Wer viel misst, misst nicht. Na, sagen wir so. Was für mich zum Beispiel total wichtig, also das, was mir halt YouTube gut sagt, also oder einfach, ich sag mal, Statistik ist jetzt ohne ein großes Wort, so viel Statistik ist das ja auch nicht, aber ich sag mal, es gibt ja ein Thema, grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass wie ich meine Videos mache, wie ich die Thumbnails mache, wie ich die Titel mache, ist mir völlig Wumpe, wie viele Menschen da drauf klicken, ja, also ich versuche so
alles, was ich ja mache, meinen gesamten Content so unclickbaity wie nur möglich zu machen. Es geht über eine Ausnahme, nämlich die Set-Auswahl. Ich versuche schon, weil, wie gesagt, meine Idee ist ja, Kaufberatung zu liefern. Also muss ich natürlich Videos zu den Sets machen oder Reviews, gilt für schriftlicher genauso, die auch jemand kaufen will. Das ist der Plan. Und da hilft natürlich einfach YouTube immens. Ja, das kann ich zwar aus der Webseite auch ein bisschen rauslesen, aber bei weitem nicht so gut wie YouTube. YouTube sagt mir sehr genau, für was für Marken sich die Leute interessieren. Einfach dadurch, dass ich es ausprobieren. Man könnte es platt formulieren, dadurch läuft das Video gut. Und dann kann ich nochmal eben unterscheiden zwischen, und das ist neu für mich, seit einem Jahr oder so, zwischen Shorts und langen Videos, weil Shorts wird primär von jungen Leuten geguckt und lange Videos eher von älteren Leuten. Und dementsprechend weiß ich dann eben auch, wofür sich sozusagen die ältere Kundschaft interessiert und für was die Jugend. Und das ist halt einfach, vielmehr ist es gar nicht, da ist keine große Statistikmagie dahinter. Sondern das ist einfach eine Erkenntnis, gerade auch was Marken eben angeht. Ja, ich sage, das muss man immer tierisch aufpassen, ja, dass man wirklich auf die Fakten guckt, was die Leute interessiert und weniger auf, keine Ahnung, was irgendwelche Leute in Kommentare schreiben, für was für Marken sich interessieren. Das ist auch super wichtig, ja. Oder ich habe ja am Anfang habe ich noch gedacht, ich mache mal so Umfragen. Da habe ich ja über die YouTube-Community-Funktion so Umfragen gemacht, welche Sets interessieren euch am meisten. Und meine Erfahrung war, Umfragen sagen nichts aus, also wirklich gar nichts. 150 Leute stimmen ab. Und die Reihenfolge bei 4 Sets war immer komplett anders, als sie später in der Realität war. Was das echte Interesse sozusagen angeht von allen, in Anführungsstrichen, in Form von Views oder was auch immer. Super interessant. Auf jeden Fall dafür einfach für diese Erdung, dass ich mitkriege, okay, was für Marken, was für Themen interessieren die Leute. Dafür ist YouTube für mich halt einfach super wertvoll. Hallo Level Break, danke fürs Kommen. Und den Daumen hoch nehme ich mit. Ja, Roman, stimmt. Ich erinnere mich, ich weiß noch, was du meinst. Diese runden Teile, die hatte ich früher. Wobei, ich habe die nie als Goldmünzen, glaube ich, benutzt. Ich glaube, ich habe die mal weggeschmissen, aber ich weiß noch, ich kenne das Teil noch. Ja, die Goldmünze, diese hier gibt es ja mit dem Druck erst seit der Minifiguren-Serie, vor 2-3 Jahren, der Barde. No-Breaks, nee, noch nicht. Bitte nicht spoilern. Ich will eigentlich mit meinen Kids ins Kino. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wir wollen mal das IMAX in Leonberg ausprobieren. Das soll nämlich laut denen ihrer Werbung das größte IMAX der Welt sein oder die größte IMAX-Leinwand der Welt haben. Und da IMAX ja mit die größten Kinos sind, muss es ja eine der größten Kinoleinwände der Welt sein. Fand ich ziemlich beeindruckend hier bei uns in Leonberg, bei Stuttgart. Aber ja, vielleicht ist es auch alles nur Marketing, blub, blub. Aber ich war noch nie da und wir haben uns gedacht, Juden wäre doch der optimale Film, um das mal zu testen. Vielleicht gehen wir nächste Woche, vielleicht übernächste. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall rein. Meine Kids haben jetzt auch beide sich den ersten nochmal angeguckt. Ich glaube sogar zweimal. Allerdings war meine ältere Tochter so geschockt von den Würmern, dass sie das dann mit ihrem kleineren Bruder zusammen weitergucken musste, weil sie die Würmer so gruselig fand. Okay, Flo, cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich war ehrlich gesagt seit 20 Jahren in keinem IMAX mehr. Ich war damals, ist schon über 20 Jahre, glaube ich, her, als das in Berlin am Potsdamer Platz wurde ja eins eröffnet damals. Und da war ich mal. War ziemlich beeindruckend. Insofern, ich bin sehr gespannt, wieso die IMAX-Erfahrung heutzutage ist. Die hatten jetzt auch da hohen Besuch. Ich glaube, der Special Effects-Macher von Dune war da mal da für eine Q&A-Session mit Publikum oder so. Haben die Werbung hierfür gemacht, die Kinos. Aber ja, das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Aber cool, dass die so jemanden hier ins Kino kriegen. Finde ich ja ziemlich abgefahren. Ah, genau, den meine ich.
Der ist, glaube ich, jetzt auch hier in diesem IMAX da mal gewesen. Alles klar, Nobrex, mach's gut. Rogue One im... Oh. Also ohne Witz, ich habe das nie so auf der Kette gehabt. Ich habe das durch Zufall gesehen, weil die gehören ja alle hier in Stuttgart zu dieser Traumpalast-Firma, Kette, wie auch immer. Und da gehört unser Kino Weibling auch dazu. Und als ich bei unserem Kino auf der Webseite war, da habe ich diese Werbung dafür gesehen. Und so bin ich überhaupt auf dieses IMAX gekommen. Aber ja, sollte mal wieder ein guter Star Wars-Film in die Kinos kommen. Nein, kein Film mit Rey, aber sollte irgendein anderer Star Wars-Film in die Kinos kommen, dann werde ich das, glaube ich, auch mal dahin pilgern nochmal. Mal gucken, ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird mir auch schlecht, wenn ich Dune da gucke oder so, das weiß man ja nie. Aber wenn das nur halb so gut ist, wie ich denke, dass es ist, dann werde ich da, glaube ich, für solche Filme auch mich mal blicken lassen. Ich habe gut das Star Wars Film verstanden. Ah, ich sage jetzt mal, ich mag eigentlich bis auf die Sequels mag ich eigentlich alle Star Wars Filme. Ich liebe Rogue One, ich liebe die Prequels. Solo fand ich auch okay. Den hätte ich auch, glaube ich, im Kino geguckt. Das wäre auch gut gewesen. Ich fand den gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, nur die Sequels, die sind... Die hätte ich auch, da wäre ich auch nie ins Kino gegangen. Das wusste ich jetzt. War mir aber vorher schon ziemlich sicher, dass das nichts wird. Das war zu sehr Fanservice, zu viel Fanservice. Da wusste ich schon vorher, dass das wohl nichts für mich wird. Episode 1, ja, da hätte ich richtig Lust zu, wenn die das mal ins Kino bringen. Ich sage genauso, ich habe schon mal versucht, meine Frau zu bequatschen, so einen Herr der Ringe-Marathon mal zu machen. Also da habe ich auch kein Problem mit. Ich gucke auch gern die alten... ältere Kinofilme nochmal. Alex, das Holiday Special? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Christian, ja, ich finde 7. Aber 7 war doch schon, wo sie... Oh, ich komme jetzt immer durcheinander. Nee, in 7 wurde doch auch schon Coruscant zerstört von diesen... 7 war auch das mit der Planetenkanone, oder? Das fand ich. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ihr spinnt doch. Also das ist doch wirklich Quatsch. Also was soll das denn? Nimmt nochmal exakt die gleiche Geschichte und macht nochmal alles neu. Aber ja, ich finde schon, die Leistung der Schauspieler war da nicht ganz so schlecht wie später. Finde ich auch. Aber... Also und dann in Episode 8 dieses... Light the Spark oder was sie da mal erzählt haben. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Version hieß. Ey, also diese. Ich will jetzt gar nicht anfangen. Aber wie gesagt, Solo, Rogue One, lasse ich gar nichts drauf kommen. Rogue One ist richtig gut. Die Serien sind eigentlich alle gut. Selbst Kenobi ist nicht schlecht. Also insofern, ich habe jetzt nicht alles gesehen in der letzten Jahre. Ich habe zum Beispiel in diesen Anime gesehen oder diesen Manga. Anime ist es ja schon, aber diesen japanischen Stil. Ah, 1977 Holiday Special, okay. Nee, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mandalorian Grogu, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich war persönlich jetzt nicht so der riesen Mandalorian-Fan, so wie viele andere. Ich meine, klar, auch ich bin jemand, der gejubelt hat, als mein Sohn... das erste Mal mit dem T-Shirt nach Hause kam, this is the way. Den Spruch finde ich phänomenal. Nur für den Spruch hätten sie einen Oscar verdient. Aber ich glaube, allein dieser Spruch, an dem hat Disney bestimmt $1 Milliarde verdient. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist vielleicht der teuerste Spruch aller Zeiten. Aber, oder profitabelste, je nachdem, worum man es sehen will.
Aber ja, ich glaube trotzdem, dass Mandalorianer-Film ganz nett sein kann. Ich hätte ja lieber mehr Clone Wars-Content oder halt irgendwas, was so in den Klonkriegen spielt. Oder wie gesagt, mich. Und da hoffe ich ja wirklich, dass ist ja mal viel, dass Disney was machen wird, wenn sie nochmal weiter in der Geschichte zurückgehen. Ne? Old Republic. Das wäre der Hammer. Aber ja. Solange sie die Skywalkers mal in Frieden ruhen lassen, jedenfalls alles, was nach Anakin kam, bin ich ja schon happy. Tasobi, das war nicht Coruscant? Das war doch Coruscant. Das waren ja 5 oder 6 Planeten, oder? Ich dachte mal, es wäre Coruscant. Aber keine Ahnung, ich fand diese... wie gesagt, das will ich nicht so rumbashen. Es gibt ja viele, die Filme mögen. Aber ich finde die... ziemliche Katastrophe. Herausforderung nennt den Sinn und Zweck der Szenen von Saw Gerrera in Rogue One für den Film. Was wurde dadurch vorangebracht? Naja, er ist am Ende gestorben. Ich weiß nicht, ob irgendwas vorangebracht wurde. Ich fand ihn gut umgesetzt in Rogue One, sagen wir mal so, weil er halt wirklich endgültig Gaga war. Was sich ja sozusagen, wenn du jetzt mal von Clone Wars kommst, ich finde, es gibt eine schöne Konsistenz jetzt zusammen mit Andor, Clone Wars Anteilen, so eine schöne Entwicklung von Saw Gerrera, wie er sich immer mehr radikalisiert und immer mehr Gaga wird. Das finde ich gut gemacht und das hat einen schönen Abschluss in Rogue One, weil mal ehrlich, da ist er dann ja völlig neben der Spur. Das finde ich nicht schlecht. Sagen wir, ein Leben des Kämpfens und Krieg und wie auch immer irgendwann dazu führt, dass dein Verstand nur noch Matsche ist. Und das finde ich eigentlich bei ihm nicht schlecht gemacht. Genauso wie ich auch sehr schön über die Geschichte entwickelt finde, Mon Mothma. Die sozusagen es immer allen recht machen will und damit im Grunde ja am Ende scheitert. Wie genau im Detail werden wir noch sehen, aber ich gehe schon davon aus, dass Disney das noch ausarbeiten wird, wie am Ende die Republik ja mehr oder weniger vor die Hunde geht. Und das hat sicherlich auch viel mit ihr zu tun. Finde ich super interessant. Also ja, ich finde es eigentlich schon nicht schlecht, wie die das mittlerweile machen, wie die den ganzen Plot zusammenhalten. Das ist schon gut. Alexander, du fandst 9 mit Abstand am schlimmsten. Ja, bin ich bei dir. 9 ist völlig daneben. Also ich meine, aber nee, 8 ist auch schon so schlimm. Acht hat halt, wie ich finde, immerhin noch so ein paar ganz coole, ich sag jetzt mal einfach Science-Fiction-Action. Im Sinne am Anfang, diese Bomber, der Bomberangriff, der ist schon cool. Ja. Dann am Anfang, wie er sich da anschleicht, indem er den Typen da veräppelt, das ist halt auch super gemacht. Das ist witzig, da habe ich gelacht. Das fand ich gut, wie er das gemacht hat. Da waren schon so ein paar Sachen drin. Die Raumschiffe waren sehr, sehr cool wieder gemacht. Also Leas großes Raumschiff. Aber ja, insofern, das fand ich noch ganz gut. Aber ja, inhaltlich und war es eine absolute Katastrophe. Aber es war ganz nette, ich sag jetzt mal, Weltraum-Action am Start. Immerhin noch am 8. Okay, Hosnia Prime, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe auch nie irgendwas gelesen zu diesen Filmen. Ich fand's einfach nur bescheuert. Die Szene am Anfang vom 8. Film fandst du zum Fremdschämen? Was ich zum Fremdschämen fand, war Anfang vom 9.
wie sie sich gestritten haben, was er mit dem Falken macht. Also komm, das war wirklich... Also ohne Witz, ich habe in der Oberstufe Theater gespielt. Wir waren besser als die Leute. Also das war ja aber auch mal schauspielerisch total lächerlich. Ja, wobei Romanzen konnten sie bei Star Wars lange nicht, ja. Also ich meine, das konnte auch George Lucas überhaupt nicht. Damit hat er sich im Grunde auch Episode 2 und 3 ein bisschen kaputt gemacht. Mit dem Romanzen-Thema, was er überhaupt nicht kann. Aber ja, sei es drum. Deswegen findest du James Bond. James Bond kann ich halt heute nicht mehr so gut gucken. Und ich weiß gar nicht genau, meinst du dann alle James Bond? Weil mir fallen... Es gibt 3, die du kacke findest. Ich glaube, ich finde mehr als 3 kacke. Aber da will ich jetzt, da bin ich echt nicht... Da bin ich auf glattem Eis, weil ich kriege nicht mehr alle Namen zusammen. Aber ich bin mir sehr sicher, ich habe alle gesehen, aber... Ich finde halt die John Connery James Bonds, die sind heutzutage schon teilweise schwer zu ertragen. Wo ich ein riesen John Connery Fan bin, so ist nicht. Aber ja. Hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal das Thema, oder? Aber einigen wir uns darauf, es gibt echt noch richtig viel guten Star Wars Kram und ich bin, komm mal zu den Positiven zurück, grundsätzlich bin ich super happy damit, wie lebendig das Star Wars Franchise wieder ist. Disney gibt richtig Gas und sie machen es auch echt clever und ich glaube mal, ich meine, man muss fairerweise sagen, generell hat Blockbuster Kino steckt in der, ich meine generell die Medienunternehmen, auch Disney, stecken in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Insofern, die, ich sag jetzt mal, Internet-Umsonst-Kultur und die Streamer machen natürlich jetzt auch diesen Firmen tierisch zu schaffen. Und dafür muss man sagen, hält Disney sich noch echt gut. Ich sag jetzt mal, hätte so eine vitale Organisation wie Disney im Vergleich zu George Lucas, der halt irgendwann einfach nicht mehr aus dem Quark kam, wenn wir ehrlich sind, hätten die das Ding schon 10 Jahre früher gehabt. Ich glaube, wir hätten noch so viel mehr coole Star Wars gehabt. Aber heutzutage ist es natürlich, das merkt man ja auch, wie viele Projekte gecancelt werden. Disney hat immer mehr Schwierigkeiten, den Kram zu refinanzieren. Selbst Star Wars schafft es nicht mehr, das Geld zu drucken, was nötig ist, um wirklich richtig viel produzieren zu können. Aber ich finde, in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse in der Branche machen sie es wirklich nicht schlecht. Acolyte, oder? 5. Juni soll schon losgehen. Okay, Tazori, bin gespannt, hoffe. Star Wars braucht gute Geschichten. Bin ich bei dir, aber es ist nicht nur das, oder? Star Wars ist auch Popcorn-Kino. Ich meine, Star Wars hat nie eine gute Geschichte gehabt. Also, jetzt mal ehrlich. Also, die Originaltrilogie ist ja keine gute Geschichte, oder? Star Wars hat halt Emotionen und es hat natürlich auch coole Science-Fiction. Ich meine, das ist auch mal ein ganz wichtiger Teil davon gewesen. Es hat ein bisschen was vom Märchen. Und zumindest in den letzten Jahren, das konnte die Ursprungstrilogie nicht. Ich finde, die Ursprungstrilogie war extrem gekapselt. So, da hat man wirklich nur konkret auf diesen Block geguckt. Aber ich finde, was Star Wars später für mich geschafft hat, durch all das, was danach kam, ist einfach so diese riesen Welt zu öffnen. Diese unendliche Geschichte von weiß ich nicht, 30.000 Jahren Republik oder so. Ja, was kann da und diese Größe und diese Vielfaltigkeit, das ist ja das, was mich heute an Star Wars so fasziniert. Was da alles geht und was wir alles noch nicht gesehen haben, ja, im Grunde unendliche Weiten haben wir, das sind wirklich unendliche Weiten, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist abgefahren.
George Lucas sollte zurückkehren, Blockhouse Studios. Nee, da bin ich, tut mir leid, da gehe ich nicht mit. Ich finde, Star Wars ist heute viel vitaler als zu seiner Zeit. Ich glaube, das wäre sehr kontraproduktiv, wenn der zurückkehren würde. So, ich glaube, wir haben ja alles. Fürs Worldbuilding vielleicht, keine Ahnung, sozusagen als, mehr als sozusagen Autor im Hintergrund, das vielleicht schon, ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es so einzelne Köpfe sind oder da wichtig sind, weil, ganz ehrlich, das können so viele talentierte Autoren. Und man muss schon sagen, was die da bei Star Wars heutzutage machen, wie sich diese ganzen Serien und Geschichten untereinander befruchten, untereinander miteinander verwoben werden, das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, gibt es ja nicht so viele Franchises, die das so gut können. Ne? Dass diese Geschichten heutzutage eben, wir hatten es vorhin von Saw Gerrera, das ist ja schon cool, wie sie das machen. Ja, überleg mal, wo der schon überall vorgekommen ist. Das ist, finde ich, machen die ziemlich clever da mittlerweile. Und zwar über so viele Stränge, ne? So viele verschiedene Charaktere in so vielen verschiedenen Bereichen. Ja? Mon Mothma hatten wir jetzt gerade. Überleg mal, wo die jetzt schon überall vorgekommen ist. Das ist schon, finde ich, gut gemacht, ja. Rebels weben sie jetzt mit ein. Na gut, das ist ja überall. Ich brauche gar keine Beispiele aufzählen, weil das jetzt gefühlt in jeder neuen Serie ist, dass die so viele wie Spinnweben untereinander verwoben sind. Finde ich großartig. Und das geht halt, glaube ich. Dafür brauchst du halt einfach viele Köpfe, die sich darüber Gedanken machen. Und natürlich auch das entsprechende Budget. Aber ja, schauen wir mal. Ich finde, man muss für überhaupt Star Wars zum Fliegen gebracht zu haben, das ist sein Verdienst. Und überhaupt diese Idee zu haben, diese Idee durchzusetzen, das Geld dafür zu organisieren damals, überhaupt zu erreichen, dass diese Filme damals überhaupt, der erste Film ins Kino kam, das ist die Vision dahinter, das finde ich ist sein unsterblicher Verdienst. Und so viel ist durch Star Wars ja auch möglich geworden. Ja? Die goldene Science-Fiction-Ära, sage ich jetzt mal, wo natürlich auch Star Trek und alles damit dazugehören. Das ist ja alles darauf, die haben das ja alle ihm zu verdanken am Ende des Tages. Ja? Überhaupt Science-Fiction möglich zu machen, ist ja schon faszinierend. Und aber wie gesagt, so im Detail, ich sag mal rein, was die Filmkunst angeht, finde ich, wird, um es mal höflich zu formulieren, die Ursprungstrilogie auch ein bisschen zu arg über den grünen Klee gelobt. Ja. Also so gut ist sie dann auch nicht. Sie ist richtig gut für das, was sie ist zu der Zeit. Keine Frage. Aber ich finde, auch in diese Filme wird oft zu viel rein interpretiert, wie gut sie angeblich sind. Meine Meinung.
Allbricks, Gebäude sieht nett aus. Ja, ist auch, wie ich finde, auch wieder ein stärkeres Gebäude. Also wirklich so, dieses hier, also das Graue in der Mitte, was wir als allererstes gebaut haben, das ist wirklich mal ein bisschen nicht so clever von Lego. Das hässlichste Gebäude als erstes. Man könnte ja noch schlimmer werden wieder. Also warte mal ab, wir sind noch nicht fertig. Aber bisher würde ich sagen, ja, ist das erste Gebäude mit Abstand das schlechteste. Und das hier gefällt mir bisher am besten. Rein von der, sag mal, der Einrichtung, was sie gemacht haben, finde ich gut. Aber ja, schauen wir mal. Deswegen muss man Star Wars schauen, wenn man 12 ist. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, als Erwachsener zum ersten Mal die Ursprungstrilogie gucken, schwierig. Schwierig, schwierig. Gerade heutzutage. So. Messer. Wo soll ich denn das Messer hier nehmen? Habe ich hier noch irgendwo eins? Schlüssel. Ah, hier habe ich noch eins, siehst du mal. Auch witzig. Hier haben sie es wieder so gemacht. Nehme das Messer aus einem vorherigen Bauabschnitt. Aber hier haben sie vergessen, dazu zu schreiben, aus welchem Bauabschnitt man es holen soll. Oder vielleicht. Nee, ist es aus dem vorherigen. Oder es war aus diesem. Aber aus dem vorherigen Bauschritt. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist aus dem vorherigen Bauabschnitt. Auf jeden Fall interessant gemacht. So, wir sollen jetzt was machen. Den Turkey da noch dranhängen. Okidoki. Der Song zu Skyfall war auch gut. Das war auch gefühlt das Einzige, was gut war in dem Film, oder? Skyfall war doch das mit dem nordkoreanischen Typen, der Diamanten im Gesicht hatte von der Explosion oder so. War das nicht irgendwie so völlig? Das war der mit Hail Berry, oder? War das Skyfall? Skyfall war doch dieser Satellit, der alles wegpusten sollte, oder? Bin ich da jetzt, wie gesagt, ich bin nicht ganz so. Ich glaube schon, dass ich alle James Bonds gesehen habe, aber ich bin nicht ganz so tief drin. Da wird es für ein Crossover. Tarantino, Regie beim Star Wars Style. Oh, das wäre immer auf jeden Fall interessanter. Ah, Skyfall ist der Craig Bond. Das war Stirb an einem anderen Tag. Okay, Blocker Studios. Skyfall. Welcher von den Craig-Dingern war das? Ich fand übrigens Casino Royale ziemlich gut. Also den, weiß gar nicht, ist das erste. Ist Casino Royale zweimal verfilmt worden? Nee, ne? Das war ja sein erstes Buch. Das Buch habe ich damals gelesen, aber ich glaube, das ist nur einmal verfilmt worden, oder? Casino Royale? Den fand ich nämlich gar nicht mal schlecht. Ach, Skyfall war das mit dem Tod von M. Ah, okay. Ah ja, ich erinnere mich. Ich mochte die M-Schauspielerin. Hat mir gut gefallen.
Ich war da nur, es war manchmal, ich finde, die hat so oft die M-Rolle gespielt, dass ich dann völlig irritiert war, wenn ich sie in anderen Rollen gesehen habe. Ich glaube, in Riddick war sie irgendwie so eine Art Geist. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war leicht irritiert. Das habe ich manchmal bei so einigen Schauspielern, dass ich das dann nicht mehr ganz zusammenkriege, wenn ich die so oft in einer Rolle gesehen habe. In den 50ern gab es schon Casino Royale. Ehrlich, mit welchem Schauspieler? Wer war dann 50er? Okay. Einmal als Komödie. Okay. Siehst, ich bin da nicht tief genug drin, wenn James Bond. Habe ich, glaube ich, nichts davon je gesehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur sagen, den finde ich gut. Casino Royale mit Daniel Craig, den mag ich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt bei eingefleischten James Bond-Fans in Ungnade falle. Goldfinger fand ich natürlich als Kind absolut genial. Wie gesagt, kann ich heute nicht mehr so gut gucken. Ich glaube, wie hieß der? Fireball? Feuerball? Kann es sein? John Connery? Ich glaube, es ist der erste James Bond, den ich je gesehen habe. Der hat da noch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Also der mit der krassen Taucher-Action da am Schluss. Jagd auf Dr. No fand ich, oder wie hieß der Jagd auf Dr. No? Den fand ich ganz gruselig. Den mochte ich nie. Ich glaube, es ist der erste, ne, mit Sean Connery. Keine Ahnung. Okay. Ganz wilde Takes, du willst, dass wir zu Klemmbaustein wechseln. Ja, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt. Aber den letzten haue ich noch raus, welchen ich auch gut finde, von dem Pierce Brosnan-Film, den deutschen in Anführungsstrichen. Den mit dem Axel Springer-Verschnitt-Typen da. Das fand ich ganz witzig. Was soll ich jetzt machen? Hä? Achso, ich glaube, die wollen mir nur sagen. Also hier müssten jetzt eigentlich Sticker auf die Fahne. Machen wir jetzt mal nicht. Vielleicht noch Lust hier irgendwann. Aber jetzt lassen wir die mal weg. Interessante Bautechnik auf jeden Fall. Jobs? Hä? Was hat denn Steve Jobs damit zu tun? Das war ja ein Verleger. Ein Verleger aus mehr oder weniger. Wobei ich glaube, im Film war er auch Brite, oder? War das nicht so? Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl gehabt, der saß, war doch ein Verleger aus Hamburg, oder? Mehr oder weniger. Genau, Feuerball wurde zweimal filmt, oder der zweite hieß anders, oder? Aber. Ja, den zweiten fand ich nicht so cool. Eben weil er dem ersten schon so ähnlich war. Aber so. Jetzt haben wir das. Das ist cool gemacht hier. Das würde ich sagen, das finde ich witzig. Genau, sag niemals nie. Ja. Rewe Lutze, Axel Springer ist aus Berlin. Axel Springer ist dahin umgezogen. Axel Springer ist aus Hamburg. Mein Freund. Der ist dann nur irgendwann nach Berlin umgezogen, um einen Mann, wahrscheinlich eher wegen den Steuervorteilen damals, aber er hat das auch so ein bisschen als ich setze ein Zeichen gesehen. Wenn ich meine Geschichte noch richtig im Kopf habe.
Aber der ist groß geworden in Hamburg. Also der ist ein Hamburger und Hört zu, glaube ich, war sein Erstlingswerk. Also die Fernsehzeitschrift, wer die noch kennt. Damit hat es mal angefangen. Der Cisco, wie ist mein Zwischenfazit? Also ich finde, wenn man die Löwenritterburg mag, dann mag man das halt auch. Ich glaube, so kann man es mal zusammenfassen. Mir persönlich wäre es alles ein bisschen zu simpel, aber es ist schon sehr hübsch gemacht. Es ist lieb gemacht, es entspricht der Lego-Design-Sprache, die man auch sonst so kennt. Es ist alles so ein bisschen, ne, bunt, comichaft, leichter Asterix- und Obelix-Vibe. Wer das mag, der wird da sehr viel Spaß haben. Ich finde, es ist aber auch, gerade wenn wir uns das angucken, was... Also zum Beispiel die Dachflächen hier, das ist für mich halt, wäre für mich ein No-Go. Das kann auch Lego besser, das haben sie auch schon besser gemacht. Ne? Also eigentlich würde ich erwarten, das hier als Mindeststandard, was ein Dach angeht. Umgekehrt kann man das als Chance sehen, selber noch ein bisschen was zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein Set, das ist ein guter Startpunkt. Genauso Grünzeug hier unten, ihr seht das schon, also viel Grünzeug ist da nicht gerade. Viel nackte Noppen. Aber ja, insofern, wer da Lust hat und dann nochmal, keine Ahnung, sich irgendwo ein paar Teile besorgt oder mal ins Legoland 40 Teile holt oder im Legoladen oder wie auch immer. Also muss man jetzt ja nicht groß ins Mocken einsteigen, aber wer einfach sagt, okay, da geht noch was, das kann man auch als Aufforderung sehen, noch ein bisschen was zu machen. Finde ich auch nicht schlecht, hat auch Vorteile. Aber ja, mir wäre es ein bisschen zu simpel. Ja, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Es gab mal einen Fernsehfilm, eine Biografie zu Axel Springer. Und wie gesagt, ich wusste auch damals schon, dass er mit der Hürzu angefangen hat. Also dieser Fernsehzeitschrift, von der ich gar nicht weiß, ob es noch gibt. In meiner Kindheit war die noch sehr groß. Und dass er die eigentlich Zuhören nennen wollte. Und das haben die Briten ihm verboten, weil sie gesagt haben, Zuhören, das klingt so nach Wehrmachtskasernenton. Das geht jetzt gar nicht, dass die Deutschen das so machen. Musste man ja noch zu der Zeit, war ja Besatzungszone, musste man sich das ja noch genehmigen lassen. Er hat das aber auch nicht völlig neu erfunden. Also er kam ja aus einer Verlegerfamilie, meine ich. Ne? Das war ja nur durch den Krieg alles im Eimer. Und dann hat er nach dem Krieg das quasi wieder neu aufgebaut. So kenne ich die Geschichte ein bisschen. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall für mich war das immer... Hat natürlich mit Axel Springer nichts zu tun gehabt, was die da bei James Bond gemacht haben, aber irgendwie dachte ich das damals immer, dass das so, ne, Deutscher und Verleger und so und überhaupt und böse, kann ja nur, ich meine, wie gesagt, der Typ war ja, glaube ich, sollte ja in dem Film kein Deutscher sein, ne, hat ja auch keinen deutschen Namen, aber es war so dieser ganze Vibe, aber wie gesagt, das war auch nur meine Interpretation davon. Moonraker hast du im Kino gesehen. Cool, den mochte ich damals auch sehr gerne. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Gar keine Nachrichten sind am besten auch nicht schlecht. So, aber ich würde sagen, jetzt hatten wir lange Star Wars, jetzt hatten wir lange James Bond, wir brauchen ein neues Thema. Jemand, vielleicht ein gutes Klemmbaustein-Thema, könnten wir auch mal. Ich glaube, große News gab es die letzten Tage nicht, außer wie gesagt bei Lego diesen Batman-Vibe. Ich glaube, Stargate ist bei Bluebricks auf dem Markt. Ich habe aber keine große Meinung dazu, wie ihr wisst. Von Stargate habe ich noch sehr viel weniger Ahnung als von James Bond. Also nicht nur, dass ich mich da nicht traue, viel zu sagen. Ich könnte bei Stargate gar nichts sagen. Außer natürlich, dass MacGyver mitgespielt hat, jedenfalls in der Serie. Aber das hat es dann auch nicht gerettet. Ich war großer MacGyver-Fan als Kind. MacGyver und A-Team, ich glaube, das waren so für mich das Größte. Das stand sogar noch über Knight Rider, würde ich behaupten. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Knight Rider war auch schon ziemlich cool. Ja, Knight Rider war, glaube ich, eher so früher Grundschulzeit, so erste, zweite Klasse.
Und dann war eher MacGyver angesagt. Und A-Team stand immer über allem. Colt für alle Fälle, auch nicht schlecht. Konnte ich nur irgendwie, das habe ich immer bei meinem Kumpel in der Grundschule, bei denen zu Hause geguckt. Ich hatte es ja schon mal erzählt, ich kriege das heute nicht mehr genau zusammen, warum ich so viele Sachen immer bei meinem Kumpel geguckt habe. Es könnte sein, dass wir das damals noch nicht hatten, weil wir nur erstes, zweites, drittes hatten und der hatte vielleicht schon mehr oder dass meine Eltern das einfach nicht wollten. Das weiß ich nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber Colt für alle Fälle habe ich auf jeden Fall nie groß zu Hause geguckt, immer nur bei meinem Grundschulkumpel. Vor allem, was ich damals an diesen Serien wie A-Team so gut fand, und MacGyver war ja so ein bisschen so ähnlich, aber A-Team war irgendwie noch viel krasser. Die A-Team-Folgen waren ja alle nach exakt dem gleichen Schema. Das fand ich großartig. Es gab irgendwas Böses, Schlimmes passierte. Dann wurde, also Mini-Vorspiel, dann wurde das A-Team gerufen. Dann hat das A-Team irgendwie ein paar Minuten lang komisch rumgerödelt. Und dann am Schluss haben sie irgendwas gebaut und alles in die Luft gesprengt. Es war großartig und das war in jeder Folge genau gleich. Da konnte man sich dann mal während der ganzen Folge konnte man sich drauf freuen. Gleich bauen sie was und sprengen alles in die Luft. Großartig. Und es fließt noch nicht mal Blut dabei. Es war ja auch noch sehr kinderfreundlich. Es sind ja alle immer nur durch die Luft geflogen. Es war hervorragend. Ja, ich glaube auch, die Serie könnte man heute nicht mehr gucken. Aber ich finde den Film ziemlich gut. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den fand ich witzig. Wie liegen wir zeitlich? Ein paar Abschnitte schaffen wir noch. Jupp, Imperial Brick. In dem A-Team-Film fliegen sie in Panzer. Super gut. Qui-Gon Jinn fliegt in Panzer. Also mal ehrlich, was will man mehr? Das war falsch. Über eine Wüste in Deutschland, genau. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Er liebt es ja, wenn ein Plan funktioniert. Weitere Streaming-Planung. Ich meine, ihr wisst ja, meine Planung ist immer Schall und Rauch, aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche ganz normal streamen können. Also Montag und Mittwoch. Und ich gehe im Moment davon aus, dass es nächste Woche Blue Bricks wird. Von Blue Bricks, das Nakatomi Plaza hätte ich fast gesagt, aber sie haben ja dann doch kalte Füße bekommen, ist umbenannt. Jetzt heißt es ja Fox Plaza.
Architecture. Ich denke auch, dass wir da zwei Streams zu machen. Und die Woche danach muss ich mal gucken, wie es da wird. Ja, Tasubi, Deutschland ist klein. Wenn man da weit genug gucken kann, sieht man das alles zusammen. Was, Roman, was ist das für ein runder, grauer Stein da im Haus? Das da? Oh, da habe ich ganz vergessen. Da kommt noch der Amboss drauf. Den habe ich nur noch nicht gebaut. Das wird hier wohl die Dorfschmiede. Oder Kleinstadtschmiede. Keine Ahnung. Townsmithy. Wenn es der Town Square ist, oder? Aber ich glaube, Town ist schon Dorf. Die Angelsachsen haben Synonyme genauso wie wir. Ich glaube, Village und Town ist nicht wirklich so der gewaltige Unterschied. Ist ja fließend. Ich meine ganz ehrlich, bei uns ja genauso. Ich kenne hier bei uns im Nordschwarzwald, da gibt es Käfer mit 5000 Einwohnern, die haben das Stadtrecht. Also, naja. Ich glaube, das ist okay. Das Set hier zum Ausschlachten, ja klar, also Fehl oder komische Farben habe ich bisher gar nicht gehabt, glaube ich, auf jeden Fall kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja klar, kann man auch gut ausschlachten, weiß gar nicht, wie der Preis pro Teil ist, das sind 240 Euro, 3300 Teile, boah. Das ist halt immer die Frage bei diesen Sets, ja, also Lego hält die ja teilweise mittlerweile exklusiv, weil es ja keine Garantie. So wie früher, wie alles irgendwie zu Galeria ging, ist ja nicht mehr unbedingt garantiert. Wobei, ich sag mal, die Pro-Shops dieser Welt. Auch den Veneta, da ist jetzt ja auch wieder gerade ein ziemlich gutes Angebot gelaufen. Das ist ja doch eigentlich mittlerweile. Meistens passiert das ja. Aber zum Beispiel mittelalterliche Schmiede-Ideas, die ist ja nie im Preis wirklich runtergekommen. Ein Städtchen. Ja, vielleicht ist Town für ein Städtchen ganz gute Übersetzung. Ein Städtle. Tasubi, ehrlich, 200.000 Einwohner? Okay, das ist cool. Ja, guck mal, und da, wo ich aufgewachsen bin, wir waren 7.000 oder 8.000 Einwohner und das war ein Dorf. Wurde damit ein paar anderen Dörfern zusammengelegt, damals 22.000 und das in dem Zuge haben sie dann das Stadtrecht bekommen. Aber diese komischen, das haben wir hier in Baden-Württemberg auch ohne Ende, diese ganzen Pseudo-Städte, die dann durch irgendwelche Dorfzusammenlegungen mal gemacht wurden. Das war ja mal ganz modern, ne? So 70er, 80er Jahre. Naja, bisschen. Kann man machen, kann man auch bleiben lassen. So, ich glaube. Ja, so ganz große Städte wie Berlin oder so haben natürlich einen Vorteil. Ich meine, Berlin ist Berlin, ne? Fertig. Aber hier haben wir dann so lustige Sachen, dass man dann drei Dörfer zusammenlegt und dann erfindet man einen komplett neuen Namen für eine Stadt. So künstliche Retortenstadtname, aber eigentlich sind es weiterhin die drei Dörfer. Und das ist sehr, sehr kompliziert. In Berlin nennt man das eingemeindet. Ja gut, das machen ja viele große Städte, ne? Guck dir Hamburg an. Ist auch so. Halb Hamburg waren früher eigenständige Gemeinden. Blankenese oder sowas, sind heute alles nur Stadtteile, ne? Hamburg-Altona. Ist Plattdeutsch. Altona. Allzu nah an Hamburg. Nicht Hamburg, zu nah an Hamburg. Altona. Insofern. So ist das halt. Ich glaube.
Ja, da sollen wir jetzt eigentlich eine Fliese reinlegen. Das machen wir jetzt nicht, weil die fliegt mir nur hier die ganze Zeit rum. Ich weiß auch nicht, warum Leute das da machen. Also ich kann das ja, solche Designs, wo irgendwie Zeugs nur so rumfliegt. Wäre auch in dem Fall komplett unnötig. Also warum macht man das Teil nicht einfach in den Noppe rein? Also ich finde, es gibt immer wieder mal solche Geschichten. Und es ist so anstrengend, weil das alles nur rumfliegt. Und wir haben doch eigentlich ein Klemmsystem. Also warum klemmt man das nicht einfach zusammen? Es ist übrigens faszinierend, wie viele von diesen zwei Plate oder zwei Drittel Bricks, wie auch man das nennen will, Teilen hier drin sind. Das ist echt irre. Also das scheint auch so ein neuer Favorite zu sein von den Lego-Designern. Irre. Echt irre. Wie oft wir das haben. Die zwei Plättchen und Steine, nicht ganz neu, weiß ich nicht. Die waren, glaube ich, das erste Mal drin in Chinese New Year Sets vor 2 Jahren. Meine ich, oder war es erst letztes Jahr? Ich glaube, es war vorletztes Jahr. Aber mittlerweile gibt es die in irre vielen Farben. Also das hat sich schnell durchgesetzt, das Teil. Hier jetzt auch wieder, ne? Light Bluish Gray. Also die sind hier wirklich in größeren Massen drin. Ist aber leider auch wieder ein Teil. Und ich weiß nicht genau, das liegt halt daran, weil die Noppe oben offen ist. Wo die, ich weiß nicht, kann man das vielleicht mit der Seitenkamera sehen? Komm her, komm her, komm her. Komm schon, scharf stellen. Warum stellt es nicht scharf? So, können wir es hier sehen? Ah, mit der Kamera könnte ich so dicht ran, aber ihr seht, vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Oh, kann die andere Kamera das besser? Ich bin gerade... Ja, genau. Ah, die kann das vom Licht her besser. Ihr seht, dass die Anguspunkte sind an der Seite. Ich finde das so hässlich, dass die an der Seite einspritzen. Das ist sehr uncool, aber ja, das kriegen sie wohl nicht anders hin. Deswegen bin ich immer nicht so ganz so oberhappy mit dem Ding. Weil die normale 1x1-Plate, die spritzt oben auf der Noppe ein. Ja, das heißt, wenn du davon mehrere übereinander machst. Aber klar, ich meine, hier kriegen sie zum Beispiel eben dieses Muster rein. Ne? Wie sie es, das wollen sie scheinbar gerade so. Und das natürlich hat schon viele Vorteile, das Teil. Ja, löst schon einige Probleme. Seit 2022, okay, ja, dann war es vor 2 Jahren. Ich meine, die Chinese New Year Sets, da warst du erst mal drin. Aber ja, es gibt ja so einige Teile, wo mich diese seitlichen Anguspunkte immer echt triggern. Die 1x1 Plate mit Clip ist ja auch, hat ja auch einen sagenhaft hässlichen Angus an der Seite. So, aber jetzt machen wir Hochzeit. Very good. Noch 25 Minuten, bis das Gewinnspiel endet. Wer noch nicht mitgemacht hat, noch Lust hat. So viel Zeit ist nicht mehr. Alter Schwede, das sind viele Ersatzteile. Ich habe eigentlich auch hier so einen blauen Pinsel über. Wo soll der blaue Pinsel hin? Keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht erkennen. So, Abschnitt 18. Es sind übrigens insgesamt 26, glaube ich. Ne, 25. Zum Austauschen vielleicht. Haben sie nochmal blau mit dazugelegt? Keine Ahnung. Robert, Bauerfahrung bisher eigentlich nett, baut sich fluffig, easy. Ich glaube, es ist für Kinder absolut zum Spielen geeignet. Es ist schon sehr simpel aufgebaut, also klar, kann man gut mitspielen. Kinder sollten es auch einfach bauen können, das ist kein Problem. Als erwachsener Displayset, ich glaube, wenn man auf diese Optik steht, also ich sag jetzt mal, wenn dir die Löwenritterburg gefällt, wird dir auch das Set gefallen. Ich glaube, da passt es wirklich gut dazu.
Ah, Domblech zu der letzten Minifigur. Ja, das könnte sein. Die letzte war ja die Frau mit dem Glas, oder? Ah, nee. Ah, ihr habt recht. Stimmt. Die hat das blaue Ding in der Hand und dafür ist es das Ersatzteil. Nicht für den Bau, sondern für die Minifigur. Blockcraft Studios, kenne ich Kreastief im Sinn, dass ich ihn persönlich kenne? Nein. Wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber ich kenne den YouTube-Kanal, falls du das meinst, ja klar. Hat er gerade wieder angefangen, gell? Hab's gesehen. Hab auch seine Reviews immer in der ZDB verlinkt. Oh, ich glaube, wir haben hier alles. Alles klar, Blockcraft. Mach's gut. Danke fürs Kommen. So, hier normalen. Nee, mit zwei Noppen. Ja, mit zwei Noppen. Okay, nehmen wir den. So, ich glaube, wir haben alles verbaut. Und wenn man das Gebäude schließt, ja genau, das ist dann Taverne und Schmied, würde ich auch so sehen, ja. Ja, das macht nicht so viel Sinn. Also, dass die Gebäude so zusammen sind, die gehören irgendwie alle nicht zusammen. Das ist, glaube ich, eher, wenn man es aufklappt, dann hat man halt beides. Oh, das ist falsch. Das soll, glaube ich, eher hier hin. Ja, ich glaube ganz ehrlich, bei diesen Sets, das ist ja auch schon bei der Löwenritterburg so, oder das ist halt einfach, ja, ist sozusagen 80er Jahre neu aufgelegt mit etwas moderneren Bautechniken und vor allen Dingen sehr viel mehr Teilen. Ich finde, da darf man weder Realität erwarten, in irgendeiner Form, und auch nicht zu eben. Ich denke, sie haben schon versucht, irgendwie den alten Vibe sozusagen. Gerade bei dem Set, das hat ja einen Vorgänger, der noch nicht so alt ist. Das ist ja erst, ich glaube 2008, 2009 oder so, oder? Ist da das Vorgängerset. Insofern, ich glaube, sie haben schon versucht, das ungefähr nochmal wieder so abzubilden. Und dann nicht so über die Stränge zu schlagen mit den Bautechniken und mit der Komplexität. So, ich glaube, wir haben ja alles. Lots habe ich tatsächlich bis heute noch nie gebaut. Definitiv ist das der Plan, aber ja, keine Ahnung. Irgendwann möchte ich mal was von denen bauen. Habe es nur bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, wir haben hier alles. Dieses Set hier schreit heile Welt. Ja, auf jeden Fall.
So. Oh. Da hätte ich noch eine Plate vorher hinbauen sollen. Einmal mit Profis arbeiten. Was wird das denn da unten? Okay. Keine Ahnung. Kleine Höhle. Bleib hier, bleib hier. Da muss ich mich irgendwie nee, doch nicht. Das passt, ja. So haben sie sich das, glaube ich, gedacht. Ja, zum Thema Realitätssinn oder heile Welt, ich finde bei diesen Lego, ich nenne sie jetzt mal Lego Retro Sets, das ist Kinderspielzeug für erwachsen gewordene Kinder, meiner Meinung nach. Das ist die Idee dahinter. Und das muss man mögen, das muss man wollen. Aber ich glaube, dann ist es cool, wenn man sozusagen seine Kindheitserinnerung in sozusagen eine etwas modernere Verpackung haben will. Und das, was man auch mit Kindheitserinnerung an positiven Erinnerungen verbindet, ich glaube, das können diese Sets richtig gut. Wenn man, wie gesagt, die ganz große Bauerfahrung haben will oder eben Realitätssinn oder Modellbau oder was auch immer, ich glaube, dann sind diese Art Sets, und da gehört eben dieses für mich klar dazu, ähnlich wie eine Löwenritterburg, das sind dann die falschen Sets. Aber ich finde, das, was es macht, machen sie echt gut. Also kann man nicht meckern. Ich persönlich finde eben schon, ich hätte es lieber noch ein bisschen kleiner gehabt und dafür ein paar mehr Teile. Sowas wie gesagt, diese Dächer, die ich euch davon gezeigt habe, das finde ich ja zum Beispiel gar nicht cool. Das haben sie bei der, wo ich das zum Beispiel insgesamt sehr, sehr gut fand, war die mittelalterliche Schmiede, das Idea-Set. Ich meine, unabhängig davon, ob man dieses Nexonite-Schilddach mag, aber das war schon, es hat einen guten, ordentlichen Detailgrad. Ich habe meine ja damals nochmal ein bisschen nachgerüstet. Ich habe ja die Böden unten im Erdgeschoss und im ersten Geschoss ja noch komplett, nee, alle habe ich hier sogar oben. Ich habe dann nur noch die Böden nachgefliest. Und dann hat es eigentlich gepasst, dann war das eigentlich fertig. Ja, und dann so viel mehr fiel mir jetzt auch nicht mehr ein, was man noch besser machen kann. Und natürlich, gut, ich habe noch eine Beleuchtung eingebaut, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde jetzt so das hier und die Löwenritterburg war aber auch schon, fand ich so, da könnte es noch ein bisschen mehr haben. Aber hier finde ich es fast noch extremer, weil hier würde ich zum Beispiel definitiv über die Dächer drüber gehen. Die sind mir hier zu simpel. Und ich glaube auch, ja, es ist schon, finde ich, auch gar nicht so einfach. Ja, wie machst du uns so ein Retro-Set, wie gesagt? So nenne ich es jetzt einfach mal. Also es zu schaffen, auf der einen Seite, dass natürlich Erwachsene heute ein Produkt vorfinden, das ihrem Geldbeutel entspricht. Sprich, schon ein bisschen groß sein soll. Trotzdem sollen es natürlich auch eine große Bandbreite an Menschen bauen können. Dann willst du irgendwie es modern haben, aber gleichzeitig soll es eben auch noch den Retro-Vibe versprühen. Das ist ja alles gar nicht so einfach unter den Hut zu bringen. Also da habe ich schon auch Hochachtung vor den Designern, die Aufgabe haben. So.
Da ist er gefallen, oder? Jetzt habe ich hier aber leider... Okay, das verstehe ich, aber wo habe ich das Teil hier vergessen? Das muss ja irgendwo im Inneren noch sein, oder? Ah ja, das sollte hier... Oh Gott, das war kaum zu erkennen. Hier innen drin an die Wand. Gut, 19. $163 beim Gewinnspiel. Gut. Wer noch nicht mitgemacht hat, ihr habt noch 10 Minuten Zeit. Heute zu gewinnen. Die Kitty Craft Wurstbude. Dann Minifiguren Johnny und Held. Beides gestiftet von No Mercy. Vielen Dank nochmal dafür. Und... Ach, verdammt. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Lego Brickhead mit beigelegt. Steht aber auch alles im Discord unter Gewinnspiel. Verdammt. So, ich glaube, hier haben wir alles. Doch gerade was vergessen, oder? Ja. Genau, das Osterlamm war es, Rabenfrau. Wie gesagt, davon habe ich noch ein paar. Das müsst ihr euch dran gewöhnen. Davon wird es mehr geben, weil jetzt irgendwie... Mal gucken, ob ich es schaffe, bis dieses Jahr Ostern alle noch loszuwerden. Aber... Wir werden es sehen. Osterlämmer sind hier geprägt am liebsten. Ja, mir auch. Ich esse schon so lange kein Fleisch mehr, insofern. Brauchst du mir mit einem gebratenen Hammel auch nicht kommen. Ich nehme den auch gerne geprägt. Aber ich habe zu viele davon. Insofern sind die dann für euch.
das sollte da drauf. Okay. Das ist auf jeden Fall ein fetziges Fachwerk hier vom Farbton. Finde ich aber eigentlich auch ganz witzig. Also bunt ist das Set auf jeden Fall. Mal überlegen, was wir jetzt schon alles an Farben verbaut haben. Das ist schon so einiges. Fetziges Fachwerk muss in den Short. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch dran denke. Ich habe aber nur so wenig Zeit. Es ist halt Drama, YouTube mit der 60-Sekunden-Begrenzung. Noch 4 Minuten bis Gewinnspielende, in 9 Minuten Streamende. Also ich würde sagen, einen Bauabschnitt fangen wir noch an. Ich habe sogar, haben die jetzt echt jetzt ein Schwert sogar als Ersatzteil beigelegt? Naja, okay. Also ich finde, das Set hier ist extrem Ersatzteil-heavy. Erstaunlich. Aber nie genug haben. Ja, stimmt vielleicht. Wobei ich persönlich ja diese Oldschool-Lego-Schwerter gar nicht mag. Ich mag lieber die moderneren Designs. Dieses komische vorne runde Ding. Na, nicht mein Fall. Aber ja, diejenigen, die es mögen, ist das natürlich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gewinnspielende in 2 Minuten. Danke, Rahmenfrau. Ich kann schon mal meinen Discord aufmachen. Ich kann auch Leave Giveaway drücken, merke ich gerade. You have successfully left Giveaway. Awesome.
So, wo sind wir hier? So, in 2 Minuten, 164 Teilnehmer, sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Bei den Ja gibt es goldene Katanas ohne Ende. Ja, das stimmt. Die sind auch. Davon gibt es auch schon zu viele. Aber ich mag zum Beispiel sehr das große Langschwert. Ist eigentlich schon fast wie so ein Zweihänder, das Ding. Ist ja fast so groß wie eine Minifigur, aber es hat, finde, hat eine sehr schöne Form. Ich mag auch das Kurzschwert, dieses Gladius-artige Schwert. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das mag ich auch sehr gern. Ich mag auch die modernen Axtköpfe. Die sind auch sehr cool. Ah, übrigens, was ich sehr zur Nachahmung empfehlen kann, ist diese Dachkonstruktion hier. Das ist der Hammer. Das ist eine super geniale Konstruktion. Ich habe die noch nie gesehen. Die ist stabil ohne Ende, super leicht zu bauen. Meiner Meinung nach persönlich machen wir noch die beste Dachtechnik, Bautechnik, die ich kenne. Also wenn man ein einfaches Dach bauen will. Natürlich ist das kein realistischer Dachstuhl. Aber wenn es einfach nur darum geht, die Form hinzubekommen und das stabil und mit einfach und einfache Teile, man braucht auch nicht viel verschiedene Teile dafür, ist das wirklich klasse. So, wie viele soll ich davon bauen? 3 Stück, also gut, das kriegen wir hin. Gewinnspiel, wie lange noch? Noch 1 Sekunde, 2 Sekunden und gewonnen hat... ich muss den blöden Stream-Modus schon wieder deaktivieren. Gewonnen hat, Palilithium. Ich muss mal meinen Discord hier dicht an mich ranziehen, ich Blindfisch. Palilithium. Dir herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, im Chat habe ich dich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber wenn du hier im Stream bist, dann auf jeden Fall freut es mich sehr für dich. Und ich werde mich bei dir melden bezüglich Versandmodalitäten. Und bei allen anderen bedanke ich mich fürs Mitmachen. Und ja, wie gesagt, wir bauen jetzt noch 1, 2, 3 Minuten, aber grundsätzlich gilt, nächste Woche Montag ganz regulär sollte Stream sein. Und ja, ich denke, aus der Sonderstream-Phase sind wir jetzt erstmal ein bisschen raus oder auch wie hier. Ich glaube, wir kommen jetzt eher wieder ein bisschen gemäßigtere, geplantere Gefilde. Auf jeden Fall wüsste ich jetzt nicht. Wie gesagt, Leuchtturm ist Astronom, bei Bluebeck steht hier an, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas im Stream machen können. Dann kann es sein, dass da spontan noch was gibt. Also nicht Leuchtturm, sondern, nicht Leuchtturm ist Astronom, sondern, naja, die Erweiterung halt. Aber mal gucken, wie das so wird. Ja, Paket schreibt sich Paket ohne C, absolut. Habt ihr recht. Packet oder Packet, wie ich es da geschrieben habe, gibt es nicht. Weder im Englischen noch im Deutschen. Bin mir darüber im Klaren. Keine Ahnung. Ich habe das öfters mal, dass ich... Das ist genauso wie Semikolon S. Sollte man im Deutschen auch nicht machen. So passiert mir mein Gefühl auch ständig. Ja, es ist, glaube ich, heutzutage immer ein bisschen schwierig, Englisch und Deutsch mal. Also jedenfalls, mir fällt es manchmal schwer. Daher Packet. Nicht, dass es Packet im Englischen gäbe. Ich bin ein Packet, halb Paket, halb Package. Weißt? Das ist wie mit dem Möter. Ein gutes, gepflegtes Denglisch ist da auch was Feines. Johnny's World schreibt sich komplett falsch und dauert anders. Aber ist mir auch nicht aufgefallen. Aber ja, so wie du es jetzt schreibst, ist ja eigentlich richtig. Nicht aufregend erwiesen, dass 70% der Buchstaben stimmen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Und das hier ist aber falsch. Merke ich gerade mal. Richtig ist Johnny's World. Ah, du hast recht. Ja, du hast recht. Müsste ohne sein.
So. Bei Adresse, oh ja, Adresse ist auch so ein blödes Wort, habe ich auch öfter mit zu kämpfen, das stimmt. Eine Kaufempfehlung. Ich mache nie Kaufempfehlungen, aber ich habe es heute Abend schon ein paar Mal gesagt. Meine beste Antwort wäre, wenn du die Löwenritterburg magst, sprich so ein bisschen auf so Nostalgie-Set stehst, dann ist, glaube ich, ein sehr gutes Set. Ich finde es nicht schlechter als die Löwenritterburg. Das meiste gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich persönlich jetzt würde zum Beispiel sagen, für mich wäre es jetzt nicht unbedingt was. Nicht ganz mein Stil oder mein Geschmack. Aber ja, wie gesagt, man muss noch mal gucken. Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich gerade noch nicht einschätzen. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich finde es eigentlich, es hat halt echt so ein paar Schwachstellen, wie, ich weiß gar nicht, ich sehe meine Kamera gerade gar nicht mehr. Ich habe schon ein paar Mal in die Kamera gehalten heute Abend. Diese Dächer hier, die finde ich halt super lame. Also das geht. Also die sind cool konstruiert, aber optisch, ne? Und einige Teile der Gebäude, einige Wände sind sehr, sehr simpel, gerade von diesem grauen Gebäude hier. Im Inneren ist es sehr hübsch. Ich meine, es ist typisch Lego im Sinne, mit Fliesen ist da nicht so viel, aber wenn man sich gerade mal so das hier anguckt, der Detailgrad ist da schon sehr, sehr hoch. Dieses Bunte muss man halt auch mögen. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Observatorium, Asrael, danke. Genau, das hatte ich gemeint. Genau, da müssen wir mal gucken, das könnte wieder Pläne durcheinander werfen, aber das ist momentan so das Einzige, was mir einfällt, was wo Gefahr besteht, dass es nochmal ein bisschen chaotisch wird. Aber es ist momentan, glaube ich, das einzige Bluebrick-Set, das in der Pipeline ist, wo ich ihm sagen würde, okay, da würde ich sozusagen alle stehen und liegen lassen und das sofort bauen. Jedenfalls fällt mir gerade kein anderes ein. Und mit Lego, ich meine, klar, bei Kobi steht die Akagi an. Dann mal gucken, wann die kommt. Das müsste jetzt auch bald passieren. Die Limited ist ja, glaube ich, schon da. Doubting, Ninjago, weiß ich noch nicht, wann ich das unterbringe. Kann sein, dass es. Also es ist halt auf meiner B-Liste, ja. Das heißt, wenn ich es irgendwo reinschieben kann, dann mache ich es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann es wirklich nicht versprechen. Das ist genauso mit dem Creator Fuchs. All Bricks, wirkt das nur so? Ich muss am Schluss mal wiegen. Keine Ahnung. Es sind schon viele kleine Teile drin, aber auch viele Bricks und viele größere Slopes, ja. Wie hier unten und so. Und das hier ist schon eigentlich alles komplett massiv gebrickt. Es sind auch größere Bricks drin, also auch 2x8 und sowas. Nee, wir überziehen heute nicht Rahmenfrau, ich mach gleich Schluss. Also, keine Ahnung, ich werde es am Ende wiegen, ich weiß immer nicht. Also, ich habe da mal kein Gefühl dafür. Ich bin dann oft bei Sets überrascht, wenn ich die dann am Schluss wiege, dass das gar nicht so wild ist.
Ich denke das öfters mal. Boah, da sind immer viele kleine Teile drin. Und wenn du es dann wiegst, dann stellst du fest, nö, passt eigentlich. Ist normal. So. Noch, ich würde sagen, diesen Bauschritt hier machen wir jetzt noch zu Ende. Und dann ist Feierabend für heute. Den Bauabschnitt machen wir nicht mehr ganz fertig. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Hat mich riesig gefreut. Wie gesagt, Review zu dem Set wird in ein paar Tagen hoffentlich kommen. Ich werde keinen Stream mehr dazu machen. Hat mir eigentlich bisher schon ganz gut gefallen. Ich glaube, das wird schon eine ziemlich ausladende Geschichte auch. Insofern, wer Lust hat auf einen Castle-Vibe und vielleicht ein bisschen günstiger, ist es auf jeden Fall, denke ich, eine gute Alternative auch zur Löwenritterburg. Klar, eine Burg ist eine Burg. Aber ich glaube, das wird auch ein ganz schöner Oschi. Also da ist schon ganz gut... da ist schon ganz gut Platz dann auch verbaut, glaube ich, wenn es am Schluss fertig ist. Ich meine, das hier kommt ja wahrscheinlich irgendwie so zusammen. Aber wir haben ja noch ein paar Bauabschnitte, also da muss ja noch mindestens ein Gebäudeteil. Vielleicht kommt hier auch noch was oben drauf, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber Details sind auf jeden Fall viele da, ja. Ich muss noch ein bisschen recherchieren, was die Easter Eggs angeht. Aber in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.